Ja, Winterberg geht doch. So, ich bin jetzt hier beim Island Walk, beim Atlas Safety Shoes und natürlich wird für Irland Joey Kelly antreten. Joey, du hast ja den schwarzen Gürtel der Walk-WM eigentlich. Du bist aber in der besten Liste immer noch auf Platz 3. Die Chancen jetzt aufzusteigen sind natürlich gut, weil Stefan Raab nicht mehr mitmacht und auch Hackelschorsch nicht mehr mitmacht. Ist das jetzt deine Voraussetzung? Ich will jetzt auf Platz 1. Definitiv, ich meine, aber trotzdem die Konkurrenz, ich habe heute gesehen, viele sind sehr ehrgeizig, die wollen auch gewinnen und wir sind gekommen natürlich in Viererteam, es gibt ein Vierer-Kelly-Team und ich als Einzel, wir wollen schon gerne vorne mitspielen, also am liebsten natürlich auch gewinnen. Und du hast tatsächlich deine Familie mitgebracht, 2 Söhne und ein Neffe ist noch tatsächlich dabei, trotzdem frage ich dich, ist der Druck jetzt nicht besonders groß, weil alle auf dich gucken? Ja, ich kann aber mit Druck umgehen, ist kein Problem. Also das ist mein Leben lang. Und deswegen, Wettkampf ist Wettkampf. Der Beste wird gewinnen. Wir geben alles und hoffen, dass wir vorne dabei sind. Luke, du bist mit 15, steht ja den Kilimandscharo schon irgendwie raufgewandert. Was war denn jetzt, ist denn die größte Herausforderung, hier heute runterzufahren oder hochzuklettern? Die größte Herausforderung ist natürlich die Konkurrenz, die wir haben. Die ist sehr, sehr stark, die schläft nicht. Und deswegen haben wir heute fleißig trainiert, damit wir heute mit vorne dabei spielen werden. Leon ist der Jüngste eigentlich hier. Hast du ein bisschen Angst, wenn du jetzt hier, ich sag jetzt mal, nicht so gut fährst, dass du einen Adoptivvater suchen musst? Ja, ich glaube, ich schaffe das schon irgendwie. Also ich habe das beim Proben auch schon bekommen und hat Spaß gemacht. Ja. Das freut uns alle, aber ihr wisst ja, heute Training, morgen ist die Bahn natürlich noch ein bisschen schneller. Der Joey, der weiß das, der kann euch das erzählen. Also, das war Team Atlas Safety Shoes mit Joey Kelly und den Söhnen Luke, Leon und den Neffen Gabriel. Jetzt gehen wir weiter hier zum Polenwalk. Hallo, herzlich willkommen. Und wir sehen eine quasi Weltpremiere, denn ihr seid wirklich der erste weibliche Komplettwalk. Also sowohl Einer- als auch Viererwalk, nur weibliche Personen. Das ist doch grandios, oder? Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch. Ich gehe mal zu Evelyn rüber, weil die ein oder andere, ihr seid ja tatsächlich schon ein bisschen gefahren. Aber rutscht, Elton. Das ist ganz, ganz schlimm. Schau mal. Hier ist das, ist schon. Schau mal, ich kann mich so ausziehen. Ja. Das ist schon hier. Das war, schwimmt die schon fast hier vor dem Bock. Das war eigentlich dein Hauptproblem, hast du gesagt, dass das Outfit irgendwie nicht so ganz toll sitzt. Ja, das stimmt. Ich glaube, du hast das Wichtige ist ja, Elton, das darf man nicht vergessen, wenn das Outfit nicht sitzt, dann sitzt du ja auch nicht richtig im Bock. Also hat es, glaube ich, gar nichts wirklich mit dem Outfit zu tun, sondern das Outfit muss sitzen, weil sonst sitzt du nicht richtig im Wok, fällst raus, brichst dir das Näschen und bist disqualifiziert. Und das wollen wir ja nicht. Nein, da wirst du nicht disqualifiziert, nee. Wenn du hier... Nein. Ach so. Hast du nur eine blöde Zeit wahrscheinlich. Deine Kollegin hier, Caroline Nimczyk, die sind ja schon alle gefahren, du noch nicht... Ehrlich? Hast du mir gerade gesagt. Ja, die haben so. Könnt ihr ihr erzählen, wie ist es denn so? Es ist so schön. Vor allen Dingen ist es so schnell. Ich bin auch ehrlich gesagt, jetzt einfach ein bisschen abgestumpft nach der ersten Abfahrt, weil ich so, nee, also irgendwie macht es auch Spaß, man muss es auch so, also es ist cool, es ist super schnell, natürlich auch angsteinflößend, aber Augen zu und durch. Ich kann ehrlich sein, die haben alle zu mir gesagt, Evelyn, es ist scheiße schnell, ja. Es ist scheiße gefährlich, wir haben alle richtig Schiss in der Hose und wissen nicht, wie wir es morgen nochmal hinbekommen sollen. Und wenn du denkst, weil die jetzt einmal gefahren sind, dass die Angst jetzt weg ist, so ist es nicht. Die haben immer noch die gleiche Angst wie davor. Das stimmt, aber sie wissen, was auf die zukommt. Du weißt es eben noch nicht. Nee, ich habe noch nicht mal die Hose richtig zubekommen. Du hast noch nicht die Hose richtig. Ich gehe mal zu Sarah rüber, denn du bist ja hier jetzt im Mädchenwalk, aber dein Mann im Türkenwalk, der Echo Fresh, der fährt ja auch. Habt ihr irgendwie was ausgemacht oder wer zuerst gesagt, ich will da mitmachen und hat der andere sofort gesagt, ich bin dabei? Du, wir haben direkt beide gesagt, wir machen mit. Wir sind ja sozusagen Konkurrenz und wir haben natürlich eine Wette laufen. Ne? Hier, wenn Echo verliert, dann muss er einen Monat lang mit der Zahnbürste das Haus putzen. Ja, und ich mache dann ihm einfach nur einen Monat Frühstück, wenn ich verliere. Also, es geht um alles. Geht tatsächlich um alles. Natalia Avelon hat vorhin noch gesagt, ja, was sollen wir denn machen? Wie ist das überhaupt? Weil wir sind wahrscheinlich der leichteste Walk. Ja. Also, entweder sabotiert man die anderen, was wir natürlich nie machen würden als Polen. Polen sind ja fair. Oder man darf Gewichte dazu laden. Das ist offiziell erlaubt. Wir überlegen nur, wenn wir dann zu schnell werden, was wahrscheinlich auch unwahrscheinlich ist. Wir wollen wir wollen drin auf der Bahn bleiben quasi, ne? Ich glaube nämlich auch, natürlich ist Gewicht und Schnelligkeit wichtig, aber bei euch hat man auch im Training ein bisschen gesehen, ihr könnt die Linie viel besser halten und eckt gar nicht so oft an der Wand an. Das ist vielleicht auch ein kleiner Vorteil. Ja.
Ja, schon, aber trotzdem ist das ziemlich gruselig, wenn man da drin ist. Vor allem, wenn man dieses Geräusch die ganze Zeit hört, dieses dann denkt man auch so, man hebt gleich ab. Wobei, Claudia, du hast ja auch schon ziemlich viel mitgemacht, aber sowas hier wahrscheinlich noch nicht. Nee, ich habe tatsächlich gedacht, das ist gar nicht so schlimm. Ja, und nochmal, morgen wird's viel schlimmer. Also, das ist der All-in-Star-Tankstellenwag Polen 1 mit Evelyn Bordecki, Sarah Bora, Natalia Amelon, Caroline Niemczyk und Claudia Gietz. So, jetzt habe ich ein bisschen Angst. USA! 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 Also, wenn die Amerikaner eins können, ist es einfach nur grölen. Aber da steckt meistens nichts dahinter. Zum Beispiel... Evil Jared, pass auf, du bist doch, glaube ich, tatsächlich zum sechsten Mal dabei. Ich denke schon, ich denke, wer ist hier mehr als ich? Nur du und Joey. Das stimmt, alles, ja? Im Moment hier, ja, das stimmt. Ja. Aber du hast noch nie was gerissen. Oh, wie kannst du es wagen? Du hast wahrscheinlich, du nimmst diesen olympischen Spruch, dabei sein ist alles, glaube ich, zu ernst. Kann das sein? Ja, vielleicht nur ein bisschen. Okay, du startest heute im Einer, richtig? Ja, genau. Und ich auch mache es mit der Führer, weil der andere, einer unserer Jungs ist nicht hier. So ich mache beides. Ah, die Qualifikation wahrscheinlich. Ja, genau. Aber morgen fährst du nur... Bin ich allein. Meinst du wirst da endlich mal was schaffen? Es ist schwer zu sagen, aber ich denke schon. Ja. Du weißt, wir sind Amerika. Ihr seid Amerika. Wir sind Amerika, wir sind 13 und 3. Okay? Und dieses Mal werden wir nicht, wenn es ich werde nicht verlieren, mein Team wird nicht verlieren. US fucking A. Yes. Ihr seid tatsächlich die Mitfavoriten, weil natürlich durch die Football-Erfahrung so ein bisschen. Yeah. Ihr habt, es klingt jetzt doof, aber ihr bringt eine gewisse Art an Masse mit. Ja. Eine kleine. Aber auch Geschwindigkeit. Ihr wisst doch ungefähr, wie ihr euch bewegen müsst. Ihr seid tatsächlich im Wettbüro seid ihr Favoriten. Ja, ich meine, ich möchte nicht zu viel verraten, aber eine Sache kann ich sagen, wir werden Favoriten der Herzen sein. Und, ja, man hätte erwartet, dass ich nicht komplett auf Hochdeutsch spreche, aber wir haben ein bisschen Diversity hier mit dabei. Aber unsere Truppe ist stark. Und wo ist Christian? Der ist noch nicht da. Das ist derjenige, der kommt. Ja, weil der bringt ja auch noch mal ordentlich Gewicht mit, glaube ich, 130 Kilo. Habt ihr ihm erklärt, worum es hier heute geht? Ja, haben wir, aber er ist wirklich jemand, der schnell adaptiert. Und ich vertraue ihm. Ja. Ich habe ihm gesagt, I trust you with my life. Und das war's. Okay, die Jungs kenne ich ja alle schon vom Football. Wer bist du nochmal? Hi, Mark Swinsey, wie geht's dir? Ich bin neu hier. Der so neu bist du eigentlich tatsächlich nein, auch nicht. Nein, weißt du was? So, das Stark-Team und das Crafting-Team und so Sportlers. Und ich denke, wir werden das Ding gewinnen. Ich sag dir. Mit den du warst... Players, das funktioniert. Don't jinx it. Okay, I don't jinx it. Du hast ja tatsächlich aber schon mal mitgemacht. Und ich meine, hier steht, du bist achter Mal geworden im Vierer-Wok. Yeah, well, auch für die USA. Und? Das ist auf jeden Fall steigerungsfähig. With Benz McGuire, I mean, aber ich habe überlebt. So, du hast überlebt, yes. Keine Verletzung von mir. Ja, genau, so das geht. Aber heute und morgen, we were this thing rocken, sagt er. Wir sind zurück. Wenn du gewinnen wirst, musst du dann vor der Mannschaft strippen? Ist ja auch scheißegal, scheinbar. We're cooking. Wir gucken? Ja, was gucken, was gucken wir? Was kochen wir denn? So, also, Team USA. Ich strippe auf gar keinen Fall. Ich tippe nicht. Nein. USA! Ich gehe mal weiter. Also, Team Kümmerling USA, Evil Jared, Christopher Isile, Anthony Dablé, Christian Scotland Williams und Mark Terenzi. So, und hier wird schon kräftig trainiert. Das ist das Problem. Was ist denn hier los? Wir sind dabei. Internet. Ja, Knossi. Super motiviert. Ich sehe das schon. Ihr seid wirklich, außer hier, was ist hier mit dem Kollegen? Nein, der hat auch gute Laune, man sieht es nicht auf den ersten Blick. Montana ist sehr irgendwie in sich gekehrt gerade. Ich setze mich mal dazu. Was ist los? Hast du Respekt oder ist das einfach nur Ruhe vor dem Sturm? Ja, ich entspanne mich. Wir haben also viel Zeit zum Entspannen heute hier gehabt, ne? Ich meine ja, du gehst ja zum Beispiel im alten Land, wir kennen das ja so ein bisschen, du gehst ja auch gerne mal mit dem Hund spazieren. Ich glaube, du bist der Einzige, der frische Luft wirklich kennt. Die anderen alle hocken ja die ganze Zeit in der Bude nur rum. Kannst du denen irgendwelchen Tipps geben, dass sie nicht irgendwie zu viel Sauerstoff einatmen? Nee, Sauerstoff ist wichtig und richtig und ist gut, dass wir in der frischen Luft sind, ja? Ja. Und sie sollten alle mal im alten Land eine Runde spazieren gehen. Ihr habt jetzt festgestellt, so wie ich gesagt, Trimax soll jetzt vorne sitzen, oder was? Ja. Warum? Ich bin der Schwerste und ich war bei den Proben nicht da. Ach so, du bist auch noch nicht runtergefahren?
Ja, einmal auf Position 2 um 17 Uhr. Aber du hast den Wellerman hinter dir. Hello. Hello. I love your accent. Thank you very much. So, this is Scottish, right? Yes. And it will be great. Yes, it'll be great. I love it. Is it a sport for the Scottish Highlands? Possibly. It could be. Have you snow in Scotland? Is there snow in Scotland? At the moment, no, but very soon. Yeah. Wellerman war ja ein großer Hit und ein neues Album, beziehungsweise das erste Album ist jetzt auch raus hier. Und Wellerman heißt es und viel Erfolg und don't break your head. Yeah, I'll try not to. I need this. Yes, of course. Knossi. Wunderbar. Du hast ja in meiner Zeitung gerade gesagt, du hast jetzt Angst, weil ich gesagt habe, man kann sich unfassbar verletzen. Also, Sascha, du siehst es auch seinem Gesicht an. Wir sitzen zusammen, streamen live, rufen dich an und da gab es nur Negativität. Nur passt auf, man kann sich versprechen. Ja? Und ja, man kann einen Kapselriss am Daumen holen, schöne Hirnschädeltrauma. Ja, sag's den Jungs, dann fahren wir gleich wieder heim. Montana scheint das Scheiß sogar zu sein. Der sitzt da und sagt, hoffentlich geht's endlich los. Ja, wir sind ready. Wir sind ready. Ja, von Helm habt ihr ja auch an, es kann eigentlich nicht wirklich was passieren. Gut. Aber du bist trotzdem, ich sehe, wie nervös du bist. Ich meine, du redest immer viel, aber heute redest du sogar wenig. Ja, ich hätte gern einmal zu viel trainiert. Das wäre heute ein Wunsch gewesen. Wir machen es morgen, wir gehen in die Live-Show so. Was kommt, passiert. Egal. Gut. Dann nochmal vielen Dank an das Froster-Team. Schottland ist natürlich mit auch dabei, Nathan Evans und WWE World War Rock 9's Knossi, Trimax, Montana Black und Unsympathisch TV. So, ich bin wieder nach vorne gegangen zur nächsten Voxengasse, zum nächsten Voxenstall sozusagen und das ist Team Schweiz beziehungsweise World Wide Rock 2. Und zwar für das Nerf-Team werden antreten Luca, Henny, Revi, Luca und natürlich nochmal für den Vierer-Wock und Papa Platte. So, Luca, wir haben schon, wo ist er? Da. Da. Dich, Luca. Ich? Ja, komm hoch. Weil, wir haben ja schon festgestellt, du warst ja tatsächlich schon mal dabei. Es ist aber auch schon ein bisschen länger her, glaube ich, 2013. Ach, 2013 und im Vierer-Wock, kann ich mich noch erinnern. Ja, diesmal fährst du einer. Genau. Bist du allein schon runtergefahren? Wie ist das Gefühl? Es ist nochmal ganz anders, wirklich. Also das ist ja noch so ein bisschen höher und ich habe da runtergeguckt und musste schon sagen... Der Start, ne? Der Start ist, also hatte ich sehr viel Respekt vor. Ja. Okay. Aber hat richtig Spaß gemacht. Also man fühlt sich richtig schnell und habe ich auch nicht gedreht. Also wenn das morgen so läuft, kommt's gut. Okay. Für die Schweiz also und der World Wide Walk hier. Yes. Papa Platte, stimmt das tatsächlich? Ich habe das hier stehen. Du wurdest mal während des Autofahrens live gestreamt und wurdest deswegen irgendwie blockiert? Nee, wir haben die Trikots vertauscht. Tatsächlich. Ach so. Ja. tatsächlich ist es passiert. Ja, 30 Tage war ich dann weg. Und dann muss man einen Antrag stellen, um wieder reinzukommen, oder was? Ich musste eine offizielle Entschuldigung machen und ja, genau. Aber heute aus dem Vlog dürftest du tatsächlich live machen? Könnte ich machen, mache ich aber nicht. Revi, du hast eben schon gesagt, also wir haben uns ja auch schon getroffen, weil wer weiß denn sowas, du hast auch Respekt unfassbar hier vor dieser Fahrt. Ich sag dir ehrlich, ich habe echt ein bisschen Schiss in der Butz, ne? Also wir sind eben gefahren, wir waren der erste Wok, der auf der Bahn war. Wir waren gottlos langsam, aber natürlich, weil wir der erste Wok waren, nicht der schlechteste. Aber wir haben schon gut Respekt. Da müsst ihr aber beim Qualifying jetzt jede Menge rausholen, damit ihr bzw. richtig langsam seid, damit ihr ja als erstes starten mögt. Ich habe eben versucht zu dribbeln, dass ich daneben springe und nur einer nach vorne fährt, aber das geht alles nicht. Aber wir werden trotzdem, wir haben einen guten Antritt und holen das Ding gleich beim Qualifying. Nur seid ihr ja nicht unbedingt die Schwersten. Ich hab nachgerechnet, wir sind 10 Kilo schwerer als das andere Internetteam. 365 sind wir, die sind 355, also so. Diese 10 Kilo werden es machen, ich sag's dir.